Hallo Rick, kriegst du mit, was gerade in Thailand passiert? Da stecken ein paar Kids in der Höhle fest. Wir sind auf einer Liste von Rettungstauchern. Das ist eine Höhle für Touristen. Sie sieht so leicht aus, aber wenn sie geflutet ist, ist sie unpassierbar. Höhlentauchen ist speziell, dafür muss man geschaffen sein. Dazu muss man ein bisschen verrückt sein. Alles sehr, sehr gefährlich. Bei dem hohen Wasserstand und der schlechten Sicht? Kaum schulterbreit. Müsst ihr euch gegen starke Strömungen nach vorne ziehen. Zuletzt vor 9 Tagen gesehen, sitzen die 12 Jungen mit ihrem Trainer in der gefluteten Höhle fest. Hallo? Hey, da sind sie. Wie viele seid ihr? 13. 13? Sie sind alle am Leben. Ah, können wir jetzt rausgehen? Wir reden hier von einem Tauchgang von 5 Stunden. Wer denkt, er kann mit den Kindern den ganzen Weg durchtauchen? Der bringt einen Haufen Leichen raus, sonst nichts. Während der Sauerstoff knapper wird, sorgt sich die ganze Nation darum, wie es weitergeht. Was denkst du gerade? Nur so eine verrückte Idee. Du hast eine Fähigkeit, die sonst keiner von uns hat. Nein. Das ist Wahnsinn. Das ist unethisch. Das ist illegal. Ein Mann ist bereits tot. Atme. Wenn wir nichts machen, bringen wir sie hier ganz sicher tot raus. Sie wollen damit sagen, dass sie Opfer erwarten? Ja. Ich erwarte Opfer. John, alles klar? Alles bestens. Ich brauche nur einen Moment. Bitte. Okay. Ist machbar. Es gab immer nur meine Mom und mich. Eine Familie zu haben, ist das, was ich wirklich will. Das gibt's ja nicht. Ich habe einen Cousin. Das ist der weißeste Mann, den ich je gesehen habe. Er will sich mit mir treffen. Weißt du, meine Mutter wollte immer mit mir nach England, damit ich was über unsere Familiengeschichte lerne. Es steht bald eine große Hochzeitsfeier an. Du solltest kommen. Ist das dein Ernst? Wow, das ist unglaublich. Ich glaube, sie ist einer unserer wichtigen Gäste. Evie, das ist ein enger Freund der Familie, Walter DeVille. Ah, hi. Hi. Ich freue mich darauf, dich besser kennenzulernen, Evie. Was machen die da unten? Miss, Sie sollten wieder auf Ihr Zimmer gehen. Welcher ist der Bräutigam? Der Bräutigam und seine Braut haben morgen ihren großen Auftritt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich alle anstarren. Kannst du es ihnen verübeln? Du und Walter, ihr seid euch anscheinend sehr nahe gekommen. Ich bin neugierig. Was erzählt er dir über uns? Lass mal sehen. Da ist sie. Wo sind Braut und Bräutigam? Wie ihr alle wisst, hat jemand an diesem Tisch gefehlt. Aber dieser einst zerbrochene Bund wird heute Abend erneuert. Auf Evie, unsere neue Braut. Ich will nach Hause. Aber das ist dein Zuhause. Bereitet sie vor. Helfen Sie mir bitte! Hier, Liebes. Hallo, hier ist Mr. Harker. Hier ist eine junge Dame, die sehr verstört wirkt. Wir laden dich auf eine Reise ein. Die anders ist als alles, was du je gesehen hast. Wo in aller Welt sind wir? Die Macher von Die Eiskönigin und Encanto entführen dich in eine fantastische neue Welt. Was zur... Festhalten!
zu groß. Wir müssen hier weg. Wenn du aussteigen willst, dann jetzt oder nie. Wirklich? Nein, war nur ein Witz. Komm schon, lass uns Geschichte schreiben. Disney's Strange World. Der Artikel darf nicht gedruckt werden. Das wird eine Titelstory. Titelstory? Du machst das mit Bogenius zusammen. Stimmt, was ich mit dem Text von Lars. Bitte? Du behauptest, dass Lars was erfunden hat? Alles, was wir hier schreiben, wird auf Herz und Nieren geprüft. Ja, klar, Hollywood. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist nicht mein Problem. Dein Verhalten ist unprofessionell und inakzeptabel. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen alles durch. Ich bin Fotograf. Aber lesen kannst du doch, oder? Du nimmst dich wie ein sturer Bock, der einfach nur Recht haben will. Dieser Typ schreibt sich da irgendeinen Scheiß zusammen. Der Papa hat Scheiße gesagt. Ups. Die werden euch den Arsch aufreißen, wenn das rauskommt. Kann man das nicht löschen? Ein Arzt. In einem schönen großen Haus. Hör zu, in diesem Safe, da ist eine Menge Bargeld. Okay, wir warten hier auf Sie. Machen Ihnen die Hölle heiß. Ich kann schon vorstellen, was dir da vorsteht. Hereinspaziert. Hier geblieben. Bridget! Los, 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 los! Los, 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 los! Ah! Nein! Ich will endlich raus hier, Nathan. Das ist scheiße. Ich mach das hier für dich, mich und das Baby. Das hier wird euch einen Freifahrtschein ins Gefängnis bringen. Nathan, mach das nicht. Gib mir die Kombination. Richard, nicht. Immer schnell ins Krankenhaus. Das Krankenhaus ist viel zu weit weg. Er würde die Fahrt dorthin bestimmt nicht überleben. Oh, Schätzchen, geht es dir nicht gut? Bitte setz dich hin und warte zusammen mit uns auf die Sanitäter. Wir müssen das Haus demnächst mal wieder gründlich ausräuchern lassen. Motten, Silberfischchen, Kakerlaken, eine einzige Plage. Wir müssen hier raus. Keine Angst, Liebling. Alles ist bestens. Obwohl ich es dir schon tausendmal gesagt habe. Keine Schuhe im Haus, verstanden? Sie wird uns alles zerstören. Sie soll endlich bestraft werden. Wie du willst. Wenn das dein Wunsch ist. Verdammt, wo seid ihr? Nur ein paar Minuten noch. Und dann der wohlverdiente tiefe Schlaf. Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding. Finde ich eigentlich ganz sexy. So Superwoman-artig. Also so ein Schmarrn, Gabi. Sei mir dafür auf die Straße gegangen. Wie sieht denn deine Tochter aus? Verschleiert die sich jetzt? Ach, Kind, du siehst so arabisch aus. Jede Verschleierung ist eine Attacke auf uns. In unserer Kultur zeigt man sein Gesicht. Hast du ja jetzt Support bekommen? Also mir tun die total leid. Das sind einfach nur Opfer des Patriarchats. Definitiv. Da weiß man ja überhaupt nicht, ob du überhaupt rein darfst ins Frauenbad. Wann ist denn eine Frau eine Frau? Und da geht ja der Wackelpeter. Und das findest du jetzt lustig, ja? Ja. Mein Körper ist mein Tempel. Komm, das sind doch alles alte Kamellen. Mein Körper gehört mir. Thank you.
Was soll denn das? Jetzt sind hier alle in Burkini. Ich kann da leider nichts machen. Wir wollen uns fertig machen. Jetzt beruhig du dich mal, das sind Kartoffeln. Das ist wie der Pferdekopf bei der Mafia. So, jetzt greif endlich einmal durch. Wofür bezahle ich dich denn eigentlich? Genug ist genug. Ich lass mich von euch nicht mehr hin und her schubsen. Ich kündige. Wir haben unsere Steffi verloren. Verlassen Sie sofort das Bad. Hier machen wir die Regeln. Das ist dieser Mann. Toll, dass wir dich so schnell gefunden haben. Was machen Sie denn hier als Mann, ha? Ganz ruhig. Ich bin Postgender. Sie sind bei der Post. Du hast den Kerl hier angeschleppt? Was ist denn das für eine unfeministische Scheiße? Das Freibad ist meine Familie. Los. Sag mal, bist du auch aus der Schweiz? Ja. Und du? Wir sind Flüchtlinge aus der Schweiz. Flüchtlinge? Ja. Seit dem Burgaufbau können wir in der Schweiz noch nicht einmal mehr über die Straße laufen. Schönes Tag noch. Ja. Pippi, redest du mit der Arabisch? Hey, happy birthday. Danke. Was habt ihr heute Abend vor? Das Geburtstagsritual, Gruselfilm-Marathon, wie jedes Jahr. Wisst ihr, die Legende besagt, am 16. Geburtstag erhält eine Hexe ihre Kräfte. Das neue Jahr ist nun bereit. Nicita Cognita, Mella Camustica. Jungfrau, Mutter, altes Weib. Nicita Cognita, Mella Camustica. Wir rufen dich und flehen dich an. Nicita Cognita, Mella Camustica. Damit unser Wunsch sich erfüllen kann. Schwestern, ihr wollt bestimmt auf die Bühne. Immer. Ciao Bellas, wenn ihr dieses Video bekommen habt, dann gehört ihr zu den 4 Musketieren und habt vor langer Zeit einen Bluteid geschworen. YOLO, man heiratet nur einmal. Ich freue mich. Ihr müsst euch um nichts kümmern, alles organisiert. Sag mal, Roadtrip. Roadtrip. Schön, dass ihr da seid. Das mit der Hochzeit war ein bisschen geflunkert. Ich brauche eure Hilfe. Bitte, bitte bringt mich nach Joel Lamenzo ans Wasser. Ich kutsche hier doch keine Leiche in der Gegend rum. Wir müssen das machen. Wie lange bräuchte man denn bis zu diesem Julia? 20 Tage. Wie bitte? Ah nee, ich hatte noch auf Fußgänger gestellt. Oh, the pretty things. Eine letzte gemeinsame Reise. Wie früher? Warum hat sie eigentlich gerade uns hierfür ausgewählt? Kommt es dir manchmal auch so vor, als wären wir noch 16? Halt nur mit einer falschen und seriöseren Problem. Weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt hier? Dabei ist halbes Leid auch geteiltes Leid. Das hat uns früher doch so stark gemacht. Was ist nun mit uns passiert? Was halt passiert? Am Anfang sucht man die Dinge, die einen verbinden. Und am Ende sieht man nur noch die Unterschiede. Ich wäre gerne noch mal 10. Oh ja, alles nochmal auf Anfang. Na, so schön, wenn Maya jetzt auch hier wäre. Vielleicht ist sie das ja. Und stoßt auf mich an. Und dann kann ich von da überall hin und mir alles angucken. Hört ihr das? Da ist nix. Sollen wir kurz alleine lassen? Kannst du ein bisschen Entspannung vertragen?